Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, wo ich jetzt hoffentlich körperfunktionstechnisch akut eskaliert bin und dass es hoffentlich jetzt besser geht. Ist immer ganz schlimm. Ich habe noch einen Halsbonbon jetzt im Mund. Aber ist immer ganz schlimm. Den ganzen Tag kerngesund, sobald ich aufnehme, werde ich zum Pflegefall. Das ist eine Katastrophe. So, wir begeben uns jetzt aber mal in den Thronsaal und dann gucken wir, was hier los ist. Wahrscheinlich stehen da und warten alle auf mich, weil auf mich ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wundern wird's mich nicht. Moin. Also, ich würde sagen, der Priester macht hier eigentlich den Macker. Weil ganz ehrlich, das Kind kannst du vergessen. Das kannst du voll vergessen. Der kann hier nicht herrschen. Gnädiger Justus. So, ich versuche mal mit denen ein bisschen zu quatschen hier. Oh, okay, entspann dich. Okay, und wer schützt den König? Okay, alle beschützen den Priester, aber keiner beschützt den König? Interessant. Du siehst aus wie einer, den ich kenne. Schön. Schönes Gespräch auf jeden Fall. Mord und du, Geburt. Okay. Nein, nicht du. Du. Ah, okay. Und du gehörst wahrscheinlich zu ihm.
Na, offiziell bin ich keine Ausgestoßene mehr. Ich gehöre eigentlich zum Stamm, glaube ich. Ich habe die Prüfung noch bestanden, wenn ich mich nicht irre. Und dann bin ich eine Sucherin geworden. Also easy going. Was ist das denn? Zusätzliche Zugangsluke. Interessant. Mal kurz gucken. Wir müssen hier hin, ne? Und dann haben wir noch diese kleine Queste. Aber sonst hast du keine Hobbys oder was? Dass du rotze voll bist. Das ist ja toll. Ich weiß. Ich weiß. Dafür wirst du aber sterben. Darf ich mal... Ich muss... Hallo? Wie soll ich jetzt hier runterkommen? Hä? Hier oder was? Ah, okay. Zack. Ich dachte, ich muss in den Ring. Oh, toll. Ja, das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Ja. Okay. War so nicht geplant. Also gar nicht. Da geht's hoch. Was gibt's da oben? Ich will nur mal gucken. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, komm. Ist ja gut. Ich dachte, da hat wieder gut geklappt mit dem Hin- und Herspringen hier. Ja, okay, ich dachte, hier geht's ganz hoch oder so, ey. Los runter. Begutachten.
Wie kein Zurück? Soll ich erst andere Dinge erledigen? Entschuldigung. Okay. Wenn das so ist, dann machen wir erst andere Dinge. Ganz schnell. Sind ja nur zwei Nebenquests und dann eiern wir da eben wieder hin. Muss ja natürlich vorher wissen. Ich bin bei solchen Hinweisen immer sehr affin und hellhörig, was das betrifft. Schlicht und ergreifend, weil, naja, ein Spiel sagt dir so, wenn du jetzt weitergehst, gibt es kein Zurück mehr. Erledige, was du noch zu erledigen hast. Ja, das hat Silence mir gerade gesagt, also tun wir das. Sehr lippensynchron. Grünsteig sagt mir irgendwas. Okay. Okay. Wir verfolgen das Ganze mal. Ja, hier muss ich rein. Projekt Zero Dawn Anlage. Mir fehlt immer noch eine Energiezelle und ein Panorama fehlt auch noch. Ich denke mal aber nicht, das hier wird jetzt aber nicht die letzte Hauptquest sein, oder? Weil wir haben da oben auch noch ein Gebiet. Also hier, wo wir hin müssen, hier muss auch noch irgendwas sein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich mich da irre. Wäre doof. Warte, jetzt muss ich selber mal gucken. Östlich von da. Wow. Ernsthaft? Mach doch noch weiter weg. Na gut, dann reisen wir mal schnell hier hin. Das geht ja flugs. Hoffe ich. Ja, Ladebalken. Da läuft er, da rennt er und der rennt und rennt und er stockt. Er kommt ins Straucheln. Nein, er fällt. Aus, aus. Das Rennen ist aus. Ja, nützt leider nichts. Tut mir leid. Wir erledigen das noch eben schnell. Sicher, sicher. Ich weiß auch nicht, wo wir dann wieder rauskommen, wenn wir da erstmal drinnen sind. Vorzugsweise wahrscheinlich in der Arena. Und dann haben wir sowieso wieder Geburtstag. Und ach, es ist mal wieder dunkel. So, wir gehen einmal hier hin dann. Um da nochmal zu speichern. Und dann sind wir auch schon fast am Grünsteig. Und dann reisen wir danach noch eben flugs nach Dingens. Nach Wappenbrück. Und
Tschüss. Lass mich in Ruhe. Oh, ernsthaft? Geh weg. Autsch. Da war die Wut wieder größer. Geh weg. Immer diese Angreifer hier überall. Ein Stufenanstieg, sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt 5 Punkte oder so, ne? Kann das sein? Ja. Entspann dich. Jo, 5 Punkte. Dann können wir ja mal eben schnell was hochleveln, zurückschlagen, schwere Speerangriffe, Gesundheit niedrig ist erstmal nicht so wichtig, Reitmaschinenrufe ist auch nicht so wichtig. Was haben wir denn hier? Ausbeuter und Ausweichtalent. Wir nehmen mal den Ausbeuter. Und als nächstes dann das Ausweichtalent. Und dann das und dann haben wir nur noch die beiden. Was ist das? Eine Vorratskiste? Wieso liegt die hier rum? Wobei das andere muss ein Questgebiet sein, noch wo das eine Panorama noch ist. Das muss einfach, weil allein weil sie da gelabert hat. Und das macht die ja nicht ohne Grund, ne? Die junge Dame. So, ich muss ein bisschen aufpassen, weil der hier das verteidigen kann. Und wir werden sichtlich von den anderen Söldnern hier verfolgt. Wir wurden ja schon gewarnt. Dass dem so sein ist, dass dem so sein ist, dass dem so sein wird. So, hier noch Pflänzlein. Das nehmen wir halt mit. Brauchen tun wir es eh. Ich hätte den Beutel gerne mal wieder voll. Und gleich dürfen wir klettern. Das ist eine Feuerbrennwurzel. Natürlich. Was? Darüber? Das schafft die nicht. Das schafft die Olle nie im Leben. Oh, schafft sie doch. Wow. Bin ich fast ein bisschen beeindruckt. Nicht viel, aber etwas. Ach ja, dann mal hoch. Ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, geht aber tatsächlich. Wichtig ist halt immer nur, ich sag mal, wenn die hängt, dann hängt die, ne? Nur halt, dass sie beim Ranspringen sich festkrallt. Das ist halt wichtig. Wundert mich, dass wir noch nicht angegriffen wurden. Kommt aber bestimmt gleich. Er ist auf alle Fälle hier. Ich hoffe, der weiß, dass wir ihm nichts tun wollen. Meinst du? Da lang. Dafür, dass das Ding hier Grünsteig oder Steg oder so heißt, irgendwas mit Grün, ist es ja aber ziemlich weiß. Wahrscheinlich ist der Typ auch schon im Bedrängnis. Wahrscheinlich waren die Söldner natürlich schneller als wir. Da liegt ein toter Wächter. Da hinten ist noch eine tote Maschine.
Was ist das? Ein zerstörter Verwüster. Ja. Nicht nur eine tote Maschine. Hier sind diverse tote Maschinen. Hat gejagt, aber lässt das Loot liegen. Was bist du denn für einer? Oh, oh. Natürlich. Hat die gerade grau habe Glitzer, habe ich dir gesagt. Ach ja. Hab ich dich? War das gerade ein Wortspiel? Aber die hat doch gerade Glitzer, habe ich dir gesagt, oder? Und nicht grau habe ich. Hi. Gehst du bitte weg? Geh einfach weg. Kusch. Kusch. Ksch, ksch. Geh weg. Hau ab, verdammt. Der sieht mich bestimmt gleich. Die sind ja alle auf Peilung. Ich muss erstmal warten, bis der über mir weg ist jetzt. So, der eine ist schon mal weg. Und tot. Stirb! Gucken wir gleich. Ach, der eine ist, glaube ich, da oben irgendwo krepiert und der andere auch, ne? Na toll. Kein Loot für mich. Egal. Naja. Alles gut. Das ist kein Heilungskraut, glaube ich. Er ist da hoch. Kann natürlich. Ja, hat er nur nicht mitgenommen. Der kleine Idiot. Hat auf alle Fälle eine gute Spur hinterlassen. Er hat sich ja richtig durchgemetzelt. Frage ist natürlich, was hat er vor, wo sitzt er und er wird sicherlich versuchen, uns auszuschalten. Nein, nein! Oh, ernsthaft? Ach komm, Alter, hör doch auf. Kannst nicht mal über eine scheiß Brücke eigenhändig laufen, oder was? Muss auch noch vorsichtig sein hier. Großartig. Ich geh mal. Ich geh mal langsam, ne? Hey. Wir werden übrigens verfolgt. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Unauffällig. Nur mal so, nebenbei. Ist aber schön hier, aber wir werden sicher gleich angegriffen werden. Hier geht's weiter. Sieht nach Flucht aus hier. Irgendwie. Ich raub dich erstmal aus, ne? Bevor ich mit dir rede. Du brauchst das eh nicht. Du bist eh des Todes.
weiß, ich bin heute wieder sehr nett. So, Uthith, halt. Heilen der Salbe, irgendwas. Nehme ich mit. Was? Wo, wer, wann? Na komm.
Du auch nicht. Aua! Fahr zur Hölle. Nee, die habe ich schon. Alles gut. Oh, da oben liegt eine dicke Waffe rum. Warte, ich muss jetzt mal alles einsammeln hier. Das meiste Loot gibt es ja wieder nicht, weil die da oben zurückgeblieben sind, die feigen Schweine. Hier war sonst nichts weiter. Das ist. So, dann mal hoch da, mein Junge. Hoch. Ja, was ist? Ach so. Okay. Aber bevor wir das tun, verabschiede ich mich in die nächste Folge dann, liebe Freunde. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zum bitteren Ende und bis zur morgigen und nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.